Hallo und Servus, herzlich willkommen mal wieder hier beim Alex E. In diesem kurzen Film klären wir, wie das läuft, wenn an einem Güterzug vorne und hinten eine Lokomotive dran ist und beide arbeiten sollen, der Güterzug also in Sandwich-Traktion befördert wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo, servus. Sehr, sehr schön. Zwischen der Lokomotive und diesem Wagenpark gibt es nur die Verbindung Schraubenkuppel und Hauptluftleitung. Auch an der hinteren Lokomotive im Zugverband gibt es keine zusätzlichen Verbindungen außer der vorgenannten Schraubenkupplung und der 5 Bar Hauptluftleitung. Also Hauptluftleitung ist die Leitung, mit der die Druckluftleitung, mit der die Bremsen, die Vorratsbehälter der Wagen im Lösezustand gefüllt werden und mit der die Bremsen, wenn sie bremsen sollen, durch Druckabsenkung zum Anlegen gebracht werden. Verbindung, ansonsten noch Schraubenkuppel, elektrische Verbindung gibt es keine. Das heißt, auf der hinteren Lokomotive am Zugende sitzt ergo auch ein Lokführer drauf. Wie stimmen die sich ab? Wer bremst, wer zieht? Das ist ganz einfach. Jedes Triebfahrzeug hat sich in etwa gleich an der Zugförderarbeit zu beteiligen. Die sind ja mehr oder minder starr fest gekuppelt durch die Schraubenkuppel und durch die Puffer. Wenn der vorne jetzt zieht, wird der einen Teil des Zuges über die Schraubenkuppel anziehen. Wenn der hinten anfängt zu schieben, wird der einen Teil des Zuges anschieben. Irgendwo im Zug drinnen werden die Kräfte relativ neutral sein, die von vorne bzw. hinten einwirken. Beide Lokomotiven haben einen Tacho drauf. Beide wissen, wie schnell das gefahren werden darf. Wenn der vordere Lokführer dem hinteren das Kommando gibt, es ist Fahrt da, drück. Diese Kommandos zwischen den Lokführern, die Kommunikation zwischen den beiden Lokführern, die findet über Zugfunk statt und zwar in einem mehr oder weniger privaten Gespräch. Das Ganze nennt sich eine TF-Konferenz. Dort wählt sich der vordere Lokführer mit seiner Zugnummer als führendes Fahrzeug ein, der hintere Lokführer als zweites oder als Schiebetriebfahrzeug mit der gleichen Zugnummer und wenn von außen irgendeine Kommunikation mit der BZ oder mit dem Fahrinsider notwendig ist oder ein Notruf reinkommt, dann kriegen die das beide mit, weil sie mit ihrem Zugfunk aktiv eingewählt und aktiv sind. Und ansonsten kann der vordere Lokführer dem hinteren Lokführer die Streckeninformationen, die Stellung der Signale, alles was dort der hintere Lokführer auch wissen muss, damit er das am Fahrschalter umsetzen kann, auch ihm mitteilen. Dann wird der hintere drücken, abhängig davon, ob es durch einen weichen Bereich durchgeht oder auf der freien Strecke ist, mehr oder weniger. Es gibt Restriktionen im weichen Bereich. Und ansonsten zieht der vorne und irgendwann mal werden sie merken, dass die Höchstgeschwindigkeit bald erreicht ist und werden Zugkraft zurücknehmen. Und wenn es in eine Steigung reingeht und ums Tempo zu halten, müssen beide Lokomotiven voll ackern. Dann liegt bei beiden Lokomotiven der Hebel on the table und es ist maximal Zugkraft aufgeschaltet. Und beim Bremsen ist es ganz einfach so, das Führerbremsventil von der hinteren Lokomotive ist abgeschlossen. Die hintere Lokomotive verhält sich bremstechnisch wie ein Wagen. Er hier vorne ist der Master of Disaster am Führerbremsventil. Wenn er über das Führerbremsventil eine Druckabsenkung in die Hauptluftleitung reinbringt, wirkt die von vorne nach hinten durch den ganzen Zug durch. Und im ganzen Zug werden die Eisen angelegt und er bremst. Auch an der hinteren Lokomotive. Der hintere Lokführer ist, was das Bremsen angeht, komplett raus. Den einzigen Bremseingriff, den er hat, ist, wenn irgendwas am Zug er feststellen würde, dann könnte er sein Führerbremsventil in die Schnellbremsstellung bringen, also durchreißen. Und das würde dann über die große Bohrung ähnlich wirken, wie wenn der Fahrgast im Wagen innen drin die Notbremse zieht. Die Hauptluftleitung würde nämlich entlüftet werden und es würde zu einer Bremsung kommen mit allem, was da ist.
Unabhängig von der Druckluftbremse hat der Lokführer auf der hinteren Maschine die Möglichkeit, mit dem E-Bremssteller, wenn denn die Geschwindigkeit im Gefälle zum Beispiel gehalten werden soll oder der Zug auf den Halt drauf zufährt, mittels Verlegen dieses E-Bremsstellers nach Bremsen seine Lokomotive dynamisch abbremsen zu lassen. Da braucht man auch keine Bedenken zu haben, dass die Lokomotive überbremst werden würde, denn die Lokomotive stellt innerhalb der Lokomotive selbsttätig fest, welche Bremsanforderung da liegt und tut dann entsprechend die Druckluftbremse reduzieren, wenn eine große dynamische Bremsanforderung vom Lokführer reinkommt. Beobachten wir nun, während der Zug beschleunigt und aus dem Bahnhof ausfährt, die Zug- und Druckkräfte im Zug drinnen. So, ich achte jetzt mal ein bisschen auf die Schraubenkuppel. Gespannt. Kuppel gespannt. Kuppel gespannt, also Lücke zwischen den Puffertellern sichtbar. Hier auch. Das heißt, die vordere Lokomotive zieht gerade volles Rohr. Immer noch Lücke zwischen den Puffern. Lücke zwischen den Puffern. Lücke zwischen den Puffern. Immer noch Zugkräfte im Zug. Zugkräfte. Zugkräfte. Schraubenkuppel hängt gleich durch. Schraubenkuppel hängt gleich durch. Hängt durch. Hängt durch. Hängt durch. Hängt durch. Also jetzt ist der Punkt erreicht, wo der Lokführer von der hinteren Lokomotive ordentlich Druckkräfte in den Zug reinbringt. Und damit bin ich dann auch schon am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, Video liken, Kanal abonnieren und das ganze Brimborium drumherum. Macht's gut, euer Alex E. Ciao und Servus.